Ja, hallo, schönen Sonntag wünsche ich euch. Also, es ist so, ich musste das jetzt einfach mal ausprobieren, ob das dann auch live ganz gut wird, wenn man so in die Gruppe kommt über das Mobilfunk. Und das finde ich jetzt ganz spitze, dass das jetzt geklappt hat. Aber trotzdem will ich euch eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar, ich war erst unlängst in einem Möbelhaus und habe mir einen wunderschönen Teppich hier für mein Büro gekauft. Und der Berater damals, der hat zu mir gesagt, dass er auch einen Feng Shui-Berater kennt. Und ja, er hat mich gefragt, was für ein Element ich denn wäre. Und dann habe ich mir gedacht, ja, was meint er denn jetzt? Was meinst du denn jetzt, was für ein Element ich wäre? Dann sagt er, ja, also er hätte gehört, dass jedem Menschen ein bestimmtes Element zugeordnet wäre. Ja, bei mir geht's dann irgendwie so ab. In meinem Gehirn läuft's dann brrrt, was denn, was er wohl damit meinen würde. Und auf jeden Fall habe ich dann gedacht, na ja, also wenn es jetzt so geht, was meint er? Meint er jetzt die Gurzahl, wo ich geboren bin und was für eine Gur ich bin? Dann habe ich zu ihm gesagt, also vom Element wäre ich die Sonne, also das heißt vom Gur-Element. Das würde dem Holz entsprechen. Aber wenn er das nicht meint, dann gibt es ja auch die andere Schule und die geht dann nur von dem Jahreselement aus. Und vom Jahreselement habe ich Wasser und Holz. Also das würde bedeuten, Wasser und Holz und von der Gua, dann wäre ja ganz, ganz wichtig für mich Wasser und Holz. Aber ich kann euch wirklich sagen, da geht es noch um etliches weiter. Denn ich selbst habe von der chinesischen Astrologie, also wir nennen das Basisuoming, ganz andere Elemente, die ich brauche. Also zum Beispiel bin ich eine Yang-Erde und ich bin einfach sehr, sehr schwach in diesen Komponenten. Also das heißt, ich brauche andere Unterstützung. Von diesen Qualitäten her bräuchte ich sozusagen Feuer und das Erde-Element. Also was ganz anderes. Würde ich jetzt das ganz einfach sehen, würde ich sagen, ja, dann nehme ich halt dann Wasser oder das Holzelement. Also das heißt, vielleicht eher mehr die Farbe Blau oder vielleicht eher mehr die Farbe Grün. Aber Rot tut mir eigentlich um etliches besser oder auch Erde, Gelb, was Stabiles, was Standhaftes in meinem Leben. Drum kann ich immer nur sagen, also die chinesische Astrologie kann immer ein guter Teilbereich des Feng Shui sein. Und dann finde ich es noch immer sehr, sehr oberflächlich zu sagen, ja, welches Element man ist. Also man könnte ja ohne die chinesische Astrologie mitzubewerten, trotzdem Feng Shui nutzen, indem man zum Beispiel die fliegenden Sterne sich anschaut oder die Sektoren, in denen man sich befindet, anschaut. Dann ist es nämlich was ganz anderes. Denn auch der Raum hat natürlich eine Qualität. Und diese Qualität kann ich auch fördern. Also nur mal so viel gesagt, so einfach geht's nicht, dass man sagt, welches Element bist du und was brauchst du? Denn ich brauche vielleicht was anderes, was mein Raum hat. Und dann, das ist nämlich die hohe Kunst im Feng Shui, dass man beides miteinander verbindet und dass man schaut, was braucht der Mensch genau in diesem Augenblick und vor allem, vielleicht genau in diesem Jahr. Ja, und das ist eigentlich, da denke ich mal, da fängt wirklich Feng Shui an. Also, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag und alles Gute für euch. Bis dann, tschüss.